So, hier haben wir mal ein Only 12 Volt Mainboard. Jetzt fangen wir mal an beim Netzteil, relativ kompakt gehalten. Es ist keine ADX-Größe mehr. Das ganze Ding kommt natürlich von HP. Wie gesagt, leichte Ampere-Abänderung haben wir. Das Ding ist so relativ alt. Ne? Also jetzt nichts Neues. So, klappbar, Lüfter. Wie gesagt, das ist ein 8er Lüfter. Ja, das Ding ist höchstens nochmal 40 breit, 40 tief. Ja, und es kommen nicht viele Kabeln raus. Wir haben einmal die 12 Volt Spannungsversorgung für die CPU. 4 Pin. Ja, und dann haben wir eine 6 Pin Spannungsversorgung für unser Mainboard. Und eine kleine Spannungsversorgung. Das weiß ich nicht genau, welche Spannung oder was da jetzt genau mit denen geregelt wird. Ne? Es könnte vielleicht nur bloß ein Ausschalter sein, da bin ich mir nicht ganz schlüssig. Aber das müsste ich mal noch ausmessen bei Gelegenheit. Komme ich aber nicht mehr dazu. Genau, und die Spannungsversorgung oder für die Festplatten, für die ROM-Laufwerke, hier kommt eins und allein vom Mainboard. Ne? Also das wird zack, direkt durchgeschleift und geht direkt an die Festplatte rein, ne? Was eigentlich eine ganz schicke Lösung ist. Wie gesagt, wenn das Kabel kombiniert wäre, wäre das noch eine ganz gute Sache. Wie gesagt, gemacht habe ich das Video jetzt eigentlich auch bloß, weil ich das häufigeren schon jetzt gehört habe, dass es Netzteile geben soll mit nur 12 Volt Spannung und das wäre neu. Also ganz neu scheint das definitiv mal nicht zu sein. Wie gesagt, hier ist noch ein zweiter Anschluss, ebenfalls für ein externes Gerät, ne? Nun gut. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, und vielleicht irgendwann kriegen wir noch mal so ein exotisches Gerät rein. Und dann zeige ich euch das gerne mal.